Hallo und willkommen zu Home Sweet Home Survive. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und mal schauen, wie wir uns schlagen werden. So, das allererste, was ich mache, rumlaufen, Türen öffnen. Dass die Spectre hier die nicht zerstören können. So, ich hoffe, das waren genug. Okay, so. Als allererstes hier direkt eine Ritualtruhe plündern, ne? Denn die... Warum macht man hier die ganzen Türen auf? Denn die... Das ist nicht gut. Okay. Hat er mich nicht gefunden? Wahrscheinlich hat er mich gesehen, oder? Okay, ich habe einen Nagel gefunden. Nagel ist natürlich nicht so optimal. Also, Nagel ist schon super, aber ich bräuchte eher so eine Incense, um mit dem Ritual zu beginnen. Ich werde jetzt erstmal so ein Ding suchen. Dort oben ist anscheinend eins. Gibt es hier noch irgendwo eins in der Nähe? Ich will ja nur den Nagel ablegen. Okay, dort ganz hinten ist auch jemand am Start. Gut, dann komme ich mal nach hier oben. Lege dort einfach den Nagel ab. Und dann plündere ich die Ritualtruhe, die hier in der Nähe war. Die hier unten. So. Okay. Dass man so ein bisschen alles vorbereitet, ne? Dass man dann einfach die Nägel auch immer zu den Ritualorten bringt, dass sie dann nicht irgendwo in der Map rumliegen, weil man hat ja schon Zeit damit verbraucht, die Kisten zu durchsuchen. Da kann man die auch direkt an die richtigen Ort und Stelle bringen. Okay. Hier kann ich das Ding aktivieren. Danach kann ich den Nagel dort aktivieren. Dann könnte man hier beten. Ich werde aber... ich weiß nicht, sollte ich beten? Okay. Oh! Okay. Zack, er hat mich getroffen. Ich hau hier weiter ab. Das hier nehme ich mal schnell mit. Oh, hier hat er schon zerstört. Okay. Der war anscheinend auch fleißig. Zack. Oh, der hat bestimmt bald... Ja, der hat wieder seine Kette. An welchem Schrank bin ich? In dem nicht. Zack. Und ich hau weiter ab. Okay. Ich muss einfach nur abhauen und überleben. Schnell in den Fahrstuhl und hoch. So, okay. Ich glaube, aus der Richtung kam ich. Okay, dort könnte man jetzt... Das hat irgendjemand schon aktiviert. Dort wird auch schon gebetet. Ich werde mich dort jetzt nicht mit hinstellen und auch mitbeten. Was werde ich... Wo ist der? Okay, der jagt mich nicht. Ich werde mal das Katana dort ablegen. Und hier nach einem neuen Item suchen. So, dann... Ja, ich weiß nicht. Dieses... Wenn mehrere Leute an dem... Okay. Gut, dann aktiviere ich jetzt hier diese Falle an dem Übergang und bekomme nochmal Skillchecks. So, okay. Wenn mehr Leute nämlich an dem gleichen Ort beten, dann geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. Aber andererseits, wenn dann der Spectre kommt... Wo ist der? Oh, der ist... Okay, keine Ahnung. Hat mich zum Glück nicht gesehen. Hat er die Falle ausgelöst und wurde dadurch sichtbar? Das wäre ja echt lustig. Okay, ich brauche noch einen Nagel. Das wäre ganz gut, wenn ich einen finden würde. Okay, ich suche erstmal nur nach diesen Ritualtruhen. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir nach unten. Also ich bin auch schon ein bisschen verletzt. Ich überlege auch schon, ob ich eine Heilspritze vielleicht suchen sollte. Okay, das hier markiere ich mal, dass die Leute wissen, okay, da ist auch noch so ein Ding, wo man die Sachen aktivieren kann. Okay, man kann jetzt auch schon an zwei Orten beten, ne? So, das lege ich auch mal dahin. Ich laufe einfach rum und lege die ganzen Sachen weg. Die Türen aufmachen. Wir dürfen die Türen nicht zulassen. Ansonsten zerstört er die und man hat halt dann nichts mehr, wenn man halt wirklich gejagt wird, ne? Also der kann die halt einfach so zerstören, ne? Ich nehme mal das Messer mit und versuche ich doch diese Seele zu holen. Okay, Hallöchen. So, ich bete und bringe die Person direkt wieder zurück. Na komm. Und du lebst. Nice. War hier nicht noch ein Nagel? Ja, hier war ein Nagel. Das meine ich halt, ne? Wenn der Nagel halt hier irgendwo im Gang liegt, dann findet man den halt nicht wieder, ne? Und dann laufe ich hier die ganze Zeit durch die Map so nach irgendwelchen Ritualtruhen. Okay, jetzt werde ich, denke ich, klein gehen. Oder... Jagt er mich noch? Jetzt bräuchte ich wirklich eine Heilspritze.
Weil ich meine, ich bin so angeknackst. Ah, okay, dieses Ding, diese Kette, die macht richtig viel Schaden. Die stunt die Killer aber nicht. Das heißt, die macht nur Sinn, dann zu nehmen, wenn man wirklich alle Rituale hat und dann dem Killer dann richtig viel Schaden machen möchte. Ich plündere auch hier mal. Ich suche erstmal nach vielleicht einer Heilspritze. Das wäre wirklich gut. Wobei, der verletzt doch gerade irgendwo anders die Leute. Ja, dann sollte ich vielleicht den Nagel mal schnell noch hier aktivieren. Zack. Ich weiß aber nicht, ob ich direkt auch beten sollte, weil verletzt irgendwo zu beten, der kommt einmal hin, macht zwei Schläge und du bist tot, ne? Aber andererseits nach einer Heilspritze zu suchen, scheint auch mehr wie eine Verzweiflungstat. Als wie... Oha! Okay, das meinte ich. Okay, jetzt hat er mich. Da kann mich einfach mit der Kette herziehen und dann halt schlagen. Und deshalb meinte ich auch... Upsi, Kamera. Deshalb meinte ich auch, dass es wahrscheinlich besser ist, ne? Eher mobil zu sein. Jetzt war ich natürlich auch offen. Ich wollte erstmal die Falle dort platzieren. Aber naja, ich weiß aber auch nicht. Ne? Wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt auch... Ja, ich bin auch Anfänger in dem Spiel. Das sind halt, denke ich mal, die meisten, die es spielen. Ich weiß noch nicht so wirklich, was so richtig effizient ist, ne? Ob man einfach sagen sollte, ich schau mal der anderen zu. Ob man einfach sagen sollte, ich bin verletzt und gehe an die Rituale und aktiviere die einfach. Oder ob man sich sagen sollte, ich suche lieber irgendwie nach einer Heilspritze und gehe jetzt nicht mal an die Orte, die der Killer da einfach abpatrouillieren kann. Sondern spiele das Ganze ein bisschen safe. Okay, wenn sie mich jetzt wiederbelebt, dann komme ich mit vollem Leben wieder. Das ist ziemlich gut. Aber, oh, die andere wurde auch schon erwischt. Ei. Okay, na, vielleicht sollte man da wirklich anfangen, jetzt zu beten. Das ist nicht gut. Ich hau hier einfach ab. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, Leute, sorry. Beten halt jetzt an allen Orten. Ich denke, ich schau mal nach dort oben, ob das auch schon auf 99 ist. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt einfach die Rituale alle aktivieren sollten. Nee, das ist noch nicht auf 99. Okay, dann bringe ich es auch mal auf 99 hoch. Dass man hier mit einem Klick dann einfach schnell das Ritual aktivieren könnte. Dann muss der Killer da auch alle abgehen, überall gucken und kann nicht so sagen, okay, ich gucke jetzt nur noch an zwei Orten. Man macht sich damit als Überlebende ein bisschen einfacher. Okay, da wurde die nächste Person erwischt. Ich ziehe einfach jetzt erstmal das Ritual durch. Ich glaube, das ist jetzt gerade so unsere beste Chance. Ich habe lange genug nicht die Rituale gemacht. Ist vielleicht... wie gesagt, ich bin da auch noch sehr unsicher, was ich da am besten mache. Ich finde halt verletzt irgendwo an solchen Ritualen zu sein, dann findet einen halt direkt der Killer und man ist dann im Zweifel halt schneller tot, als dass man groß Nutzen dem Team bringt, ne? Oh, das war blöd. Ich wollte schon schnell weggehen, aber dann kamen nochmal Skillchecks, ne? Okay. Okay, so jetzt kann ich weggehen. Oh, das ist nicht gut. Der marschiert ja auch durch die Gegend. Ich bete mal an dem Schrein. Und bringe jetzt hier einfach... Ich versuche einfach nur noch Fortschritt zu machen. So, ich weiß nicht. Eine Person... Oh, dort unten liegt eine Seele. Okay, die Verletzte hat die ganze Zeit die Seele getragen, daher... Und sie ist jetzt auch komplett tot. Wie finster. Ich müsste jetzt versuchen, die Person dort wieder zu beleben. Okay. Es gibt, glaube ich, auch einen Perk, dass man keinen Fallschaden bekommt, wenn man hier durch solche Abgänge sozusagen stürzt, ne? Okay, ich belebe die direkt wieder. Das Gute ist, sie ist auch eine wie ich. Das ist nicht gut. Ich werfe die Seele ab, denn nach einer gewissen Zeit belebt sie sich ja selber wieder. Wenn ich jetzt die ganze Zeit in dieser Seele rumlaufe. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich. Ich muss halt immer irgendwie so ein bisschen, ja, dem Haken ausweichen, weil der kann so seine Kette werfen und einen ranziehen. Okay. Okay. Und zu.
Ich bin weg. Bin ich nicht. Oh Mann, ich habe so einen Perk dabei, dass ich den Killer stunnen kann, wenn der an einem Schrank ist. Das hat allerdings anscheinend nur eine kleine Reichweite. Ich versuche einfach jetzt Zeit rauszuschlagen. Okay, okay, okay. Nicht gut, nicht gut. Oh, ich habe doch schon E gedrückt. Okay. Gut, er hat sich erwischt. Lebt die andere. Die andere lebt. Die Zeit ist abgelaufen. Also, die lebt ja nach einer gewissen Weile selber wieder. Und sie kann jetzt wenigstens versuchen zu entkommen. Das ist so meine Hoffnung, dass wenigstens sie es schafft zu entkommen. Okay, hier hat sie direkt auch so einen Schrank gefunden. Und sie haut ab. Okay, wunderbar. Gut, da kann wenigstens eine entkommen und kann die Geschichte erzählen. Das war eine Runde. War gar nicht so einfach, ne? Naja, schade, dass ich nicht entkommen bin, aber naja, immerhin hat es einer aus unserem Team geschafft, ne? Der Spectre hat aber wirklich gut gespielt, ne? Der hat zum Glück mit seiner Kette nicht immer getroffen, aber der war ordentlich dabei, ne? So, okay. Ja, wir haben nicht so viele Punkte bekommen. Wo sind wir? Ah, wir haben nur 200 gemacht. Naja, verständlich. Na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.